Meine Zeit mit Anne Frank. Ein Bericht von Miep Gies. Im Jahre 1933 lebte ich bei meinen Adoptiveltern, der Familie Nievenhuis in Amsterdam und teilte mit meiner Adoptivschwester Katharina ein kleines, gemütliches Dachzimmer. Unsere ruhige Wohngegend im Süden der Stadt hieß allgemein das Flussviertel. Die Straßen waren nach Flüssen benannt, deren Unterlauf durch die Niederlande führt und in die Nordsee mündet, zum Beispiel Rhein, Maas, Amstel. Dieser Stadtteil war in den 20er und frühen 30er Jahren entstanden, als große fortschrittliche Handelshäuser mit Hilfe staatlicher Darlehen Wohnanlagen für ihre Angestellten errichteten. Dass man uns gewöhnliche Arbeitskräfte derart fürsorglich behandelte, machte uns stolz. Komfortable Wohnungen, moderne sanitäre Einrichtungen, hinter jedem Block Grünflächen mit vielen Bäumen. Mit seinem langgestreckten, fünfstöckigen Wohnblock glich unsere Straße, die Graspstraat, den anderen im Flussviertel. Das Backsteingebäude hatte viele Eingänge mit steilen Treppenstufen bis zur Haustür. Vor den Fenstern mit den weiß lackierten Holzrahmen hingen an der Vorder- und Rückfront duftige weiße Spitzengardinen. Nirgendwo fehlten Blumen oder Topfpflanzen. Unser Hinterhof war mit Ulmen bestanden. Gegenüber lag ein kleiner Rasenspielplatz und am Ende der Straße befand sich eine katholische Kirche, deren Glockengeläut den Tagesablauf markierte und die Vögel aufflattern ließ. Tauben, die auf den Dachböden gehalten wurden, Spatzen und Möwen. Jede Menge Möwen. Die Grenze unseres Viertels bildete im Osten die Amstel, auf der Fährboote hin und her pendelten, und im Norden die stattliche Säude-Amstelan, auf der die Straßenbahnlinie 8 fuhr und die beiderseits von schnurgeraden Pappelreihen gesäumt wurde. Mein Geburtsort war jedoch nicht Amsterdam, sondern Wien, wo ich 1909 zur Welt kam. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war ich 5. Ich erinnere mich nur dunkel an jene Zeit, aber immerhin daran, dass 2 Onkel, die bei uns wohnten, einrücken mussten. Beide kamen unversehrt zurück, aber sie zogen nicht mehr zu uns, sodass ich bei Kriegsende nur noch mit Mutter, Vater und Großmutter zusammen wohnte. Ich war nicht die kräftigste und infolge der verheerenden Lebensmittelknappheit während des Krieges unterernährt und krank. Ohnehin klein geraten, schien ich noch weiter zu schrumpfen, anstatt normal zu wachsen. Als ich 10 war, bekam ich eine Schwester. Jetzt reichte es erst recht nicht, uns alle satt zu kriegen. Mein Zustand verschlimmerte sich so, dass meinen Eltern nahegelegt wurde, schleunigst etwas zu unternehmen, um mich am Leben zu erhalten. Die geeignete Lösung schien ein Hilfsprogramm für hungernde österreichische Kinder zu bieten, das ausländische Arbeiter organisiert hatten. Ich sollte in die Niederlande, so hieß dies ferne Land, verschickt und dort hochgepäppelt werden. Im Dezember 1920, einem typischen strengen Wiener Wintermonat, wurde ich, warm eingepackt in alles, was meine Eltern an warmen Sachen auftreiben konnten, zum Bahnhof gebracht. Inzwischen war ich 11, sah aber wesentlich jünger aus. Mein langes, feines, dunkelblondes Haar wurde von einem Baumwolltuch zusammengehalten, das zu einer großen, bauschigen Schleife gebunden war. Um den Hals hängte man mir ein Schild mit dem seltsamen Namen von Leuten, die ich noch nie gesehen hatte. Im Zug wimmelte es von Kindern, die alle ebenfalls Schilder um den Hals trugen. Auf einmal setzte sich der Zug in Bewegung, die Gesichter meiner Eltern entschwanden. Wir Kinder waren durchweg verschüchtert, kaum eines war aus seiner Straße, geschweige denn aus Wien herausgekommen. Ich fühlte, wie mich das Rütteln des Zuges einschläferte. Es war stockfinstere Nacht, als der Zug endgültig hielt. Wir wurden wachgerüttelt und auf den Bahnsteig geführt. Auf dem Schild neben der dampfenden Lokomotive stand Leiden. Leute, die in einer fremden, unverständlichen Sprache auf uns einredeten, brachten uns in einen riesigen, hohen Saal und setzten uns auf geradlinige Holzstühle, alle Kinder nebeneinander aufgereiht. Meine Füße reichten nicht auf den Boden. Ich war sehr müde. Uns erschöpften, entkräfteten Kindern gegenüber stand eine Gruppe Erwachsener, die plötzlich auf uns zustrebte, an unseren Schildern herumfingerte und die Namen ablas. Ein Mann, nicht gerade hochgewachsen, aber sehr kräftig, entzifferte den Namen auf meinem Anhänger, sagte energisch ja und nahm meine Hand.
Ich hatte keine Angst, deshalb rutschte ich vom Stuhl herunter und ging bereitwillig mit. Wir durchquerten die Stadt, vorbei an Häusern, die ganz anders aussahen als die in Wien. Es war eine klare Nacht, der Mond schien hell, sodass man alles deutlich erkennen konnte. Ich spähte aufmerksam umher, um mir ja nichts entgehen zu lassen. Unser Weg führte aus der Stadt hinaus. Keine Häuser mehr, nur noch Bäume. Doch auf einmal tauchten wieder Häuser auf. Wir gelangten zu einer Tür. Sie öffnete sich und im Eingang stand eine Frau mit kantigem Gesicht und sanften Augen. Hinter ihr erblickte ich auf einem Treppenabsatz mehrere Kinder, die sich die Hälse nach mir verrenkten. Die Frau nahm mich bei der Hand, führte mich in ein Zimmer und reichte mir ein Glas Milch. Dann gingen wir die Treppe hinauf. Die Kinder waren spurlos verschwunden. Die Frau brachte mich in einen kleinen Raum, in dem zwei Betten standen. In dem einen lag ein Mädchen, das etwa so alt war wie ich. Die Frau steckte mich zwischen die Decken in das zweite Bett. Wärme umhüllte mich. Ich schlief auf der Stelle ein. Diese Reise werde ich nie vergessen. Am nächsten Morgen erschien die Frau wieder, zog mir saubere Sachen an und führte mich nach unten. Um den großen Tisch saßen der stämmige Mann, das Mädchen, meine Zimmergenossin, und vier Jungen unterschiedlichen Alters. Wieder musterten mich neugierig all die Augen, die in der vergangenen Nacht zu mir heruntergestarrt hatten. Ich verstand kein Wort von dem, was gesprochen wurde, bis der älteste Sohn, der schon das Lehrerseminar besuchte, mit Hilfe von ein paar Brocken Deutsch einfache Dinge für mich zu übersetzen begann. Er wurde mein Dolmetscher. Ungeachtet der Verständigungsschwierigkeiten waren alle Kinder freundlich zu mir und in meinem erschöpften Zustand spielte Freundlichkeit für mich eine überaus wichtige Rolle. Sie war ebenso Medizin wie das Brot, die Marmelade, die gute holländische Milch, die Butter und der Käse und nicht zu vergessen die köstlichen kleinen Hagelkörner aus Schokolade und die sogenannten Mäuschen aus buntem Zucker. Man brachte mir bei, sie über das dick mit Butter bestrichene Brot zu streuen. Genüsse, die ich mir nie hätte träumen lassen. Nach ein paar Wochen kam ich allmählich wieder zu Kräften und ging zur Schule. In Wien hatte ich die 5. Klasse besucht. Hier in Leiden wurde ich jedoch in die 3. zurückgestuft. Als der Direktor mich in das Klassenzimmer brachte und den Kindern auf Holländisch erklärte, wer ich sei, streckten sich mir so viele Hände entgegen, dass ich nicht wusste, welche ich zuerst ergreifen sollte. Alle Kinder wollten mich in ihre Obhut nehmen. Im Frühjahr konnte ich Holländisch verstehen und sprechen. Mein Aufenthalt in Holland sollte zunächst nur 3 Monate dauern, doch ich war immer noch so schwach, dass die Ärzte ihn um weitere 3 Monate verlängerten und danach ein weiteres Mal. Meine Integration ging schnell vonstatten. Bald gehörte ich ganz zur Familie. Die Jungen sprachen nur noch von ihren 2 Schwestern. Mein Pflegevater war Vorarbeiter bei einer Kohlenfirma in Leiden. Trotz ihrer bescheidenen Verhältnisse und der 5 eigenen Kinder vertraten er und seine Frau den Standpunkt, wo 7 satt werden, reicht es auch für 8. Und so brachten sie das kleine, ausgehungerte Kind aus Wien allmählich wieder auf die Beine. Anfangs nannten sie mich bei meinem richtigen Namen, Hermine, aber dann fanden sie ihn zu pompös und riefen mich fortan mit dem liebevollen holländischen Kosenamen Miep. Die holländische Lebensweise machte ich mir ganz von selbst zu eigen. Gezellig, das heißt so viel wie gemütlich, und Gemütlichkeit war oberstes Gebot. Ich lernte Radfahren, meine Brotschnitten auf beiden Seiten mit Butter zu bestreichen, meine Pflegeeltern brachten mir die klassische Musik nahe, sie entwickelten mein politisches Bewusstsein und hielten mich an, allabendlich Zeitung zu lesen und dann darüber zu diskutieren. Als ich 13 war, übersiedelten meine Pflegeeltern nach Amsterdam, in jenes Flussviertel, in dem alle Straßen nach Flüssen benannt sind. Ich liebte das Stadtleben. Besonders entzückten mich die elektrischen Straßenbahnen, die Grachten und die Brücken, die dahinflitzenden Fahrräder und die bunten Blumenstände und Heringsbuden, die Kneipen, die Antiquitätengeschäfte, die Giebelhäuser an den Grachten, die Konzerthallen, die Kinos und die politischen Clubs. Als 16-Jährige fuhr ich 1925 mit der Familie Nieuwenhuis nach Wien, um meine Angehörigen zu besuchen. Ich war überrascht von der Schönheit Wiens, fühlte mich jedoch als Fremde unter Fremden. Meine Angst wuchs, je näher der Termin der Abreise rückte. Aber meine richtige Mutter sprach ganz offen mit meinen Pflegeeltern.
Es ist besser, wenn Hermine mit Ihnen nach Amsterdam zurückkehrt. Sie ist eine Holländerin geworden. Ich glaube, wenn sie jetzt in Wien bliebe, wäre sie nicht glücklich. Mein Problem schien gelöst. Ich atmete auf. Im Jahre 1931, mit 22, fuhr ich abermals nach Wien zu meinen Eltern. Inzwischen war ich ja erwachsen und reiste allein. Seitdem ich berufstätig war, hatte ich ihnen regelmäßig geschrieben und Geld geschickt, so oft ich konnte. Der Besuch verlief harmonisch, doch eine mögliche Rückkehr nach Österreich wurde diesmal mit keiner Silbe erwähnt. Die kleine, unterernährte 11-jährige Wienerin mit dem Schild um den Hals und der Haarschleife hatte sich in eine kräftige, selbstständige junge Holländerin verwandelt. In Wien hatte keiner von uns daran gedacht, meinen Pass ändern zu lassen, sodass ich auf dem Papier nach wie vor österreichische Staatsbürgerin war. Als ich mich von meinen Eltern und meiner Schwester verabschiedete, wusste ich genau, ich würde weiterhin schreiben und Geld schicken, ich würde sie immer wieder besuchen, aber meine Heimat hieß Holland, für immer. 1933 war ich 24. Das war für mich ein schweres Jahr. In der Textilfirma meiner ersten und bis dahin einzigen Stellung hatte man mir, zusammen mit einer Kollegin, vor einigen Monaten gekündigt. Es waren schlechte Zeiten mit hoher Arbeitslosigkeit, insbesondere unter jungen Leuten. Ich brannte darauf, endlich wieder zu arbeiten. Ein paar Stockwerke unter uns wohnte eine ältere Frau namens Blick, eine Vertreterin, die meist die ganze Woche unterwegs war und Haushaltsartikel vorführte und verkaufte. Jeden Samstag kehrte sie mit leerem Musterkoffer zurück und meldete sich bei den Unternehmern, für die sie arbeitete, um ihr Vorführmaterial wieder zu komplettieren und ihre Aufträge abzuliefern. Einmal hörte sie in einer ihrer Firmen, dass man für eine erkrankte Kontoristin vorübergehend eine Aushilfskraft suchte. Noch am gleichen Samstagnachmittag stieg Frau Blick zu unserer Wohnung hinauf und erzählte mir begeistert von der Stellung. Sie gab mir einen Zettel und sagte: »Geh sofort am Montag in aller Frühe hin.« Ich bedankte mich, ganz aufgeregt wegen der Aussicht, wieder arbeiten zu können, und sah mir den Zettel an, auf dem stand: Otto Frank, Travis und Co., Vorburchwahl 120 bis 126. Am Montag trug ich frühmorgens mein schweres, schwarzes, gebraucht gekauftes Fahrrad die steile Vortreppe hinunter, wobei ich aufpasste, Rock und Bluse nicht zu beschmutzen. Ich hatte viel übrig für schicke Kleider, auch mein Haar trug ich modisch zu einem lockeren Knoten aufgesteckt. Ich war nur knapp 1,65 Meter groß, hatte blaue Augen und dichtes, dunkelblondes Haar. Ich radelte in Richtung Norden und ließ unsere ruhige Gegend bald hinter mir. Mein Rock flatterte, als ich mich im gewohnten, halsbrecherischen Tempo durch den Berufsverkehr schlängelte, in dem Arbeiter ebenfalls per Rad ins Zentrum von Amsterdam strampelten. Das Gebäude, das ich suchte, war das modernste in der Straße. Eigentlich ein Hochhaus mit 9 Stockwerken. Die Firma Travis & Company unterhielt nur ein kleines Büro, bestehend aus 2 Räumen und einer Küche. Ein etwa 16-jähriger Junge ließ mich ein. Er heiße Willem, sagte der Junge, und sei Expedient und Bote der Firma. Er wirkte freundlich und aufgeschlossen, doch bevor ich diese ersten Eindrücke vertiefen konnte, rief mich aus einem hinteren Raum eine leise Stimme mit starkem Akzent. Ein hochgewachsener, schlanker Mann, der zurückhaltend und kultiviert wirkte, stellte sich lächelnd vor und begann das übliche Einstellungsgespräch. Ich spürte sofort seine gütige, sanfte Wesensart, die allerdings durch eine leichte Nervosität im Auftreten eine gewisse Starre bekam. Er entschuldigte sich für sein schlechtes Holländisch. Erst kürzlich sei er aus Frankfurt am Main übersiedelt und habe bisher noch nicht einmal seine Frau und die Kinder nachholen können. Um es ihm zu erleichtern, sprach ich Deutsch. Seine Augen leuchteten dankbar auf, als er in seine Muttersprache überwechseln konnte. Er hieß Otto Frank. Meiner Schätzung nach war er in den 40ern. Er hatte einen Schnurrbart und wenn er, was häufig geschah, lächelte, kamen unregelmäßige Zähne zum Vorschein. Ich musste einen günstigen Eindruck auf ihn gemacht haben, denn er sagte: »Bevor Sie anfangen können, müssen Sie mit mir in die Küche kommen.« Was er in der Küche wollte, ahnte ich nicht. Aber ich folgte ihm und lernte auf dem Weg zur Küche Herrn Kraler kennen, mit dem Otto Frank das Büro teilte.
Später erfuhr ich, dass Viktor Krahler genau wie ich aus Österreich stammte. In der Küche suchte Herr Frank Tüten mit Obst, Zucker und anderen Zutaten zusammen, wobei er auf seine ruhige, kultivierte Art pausenlos redete. Der Hauptsitz von Travis und Co. befand sich in Köln. Das Unternehmen war auf Konservierungsmittel für den Hausgebrauch spezialisiert, darunter das sogenannte Opecta, das Herr Frank jetzt holländischen Hausfrauen verkaufte. Es wurde aus Äpfeln hergestellt. Aus Apfelbutzen, witzelte Herr Frank, und aus Deutschland importiert. Die Hausfrau gab es zusammen mit Zucker und verschiedenen anderen Zutaten ihren frischen Früchten bei. Und nach etwa 10 Minuten war ihre selbstgemachte Marmelade fertig. Er reichte mir ein Blatt Papier. Hier ist das Rezept, und jetzt kochen Sie Marmelade. Damit ließ er mich allein in der Küche zurück. Da saß ich schön in der Patsche. Herr Frank konnte natürlich nicht wissen, dass ich noch bei meinen Adoptiveltern lebte und mit Küche und Kochen kaum etwas zu tun hatte. Gut, ich war die beste Kaffeeköchin der Familie, aber Marmelade? Ich brachte all die Fragen, die mir durch den Kopf schwirrten, zum Schweigen und richtete mich einfach nach den Anweisungen. Ich kochte Marmelade. Die folgenden 2 Wochen verbrachte ich die meiste Zeit in der kleinen Küche und produzierte ein Glas Marmelade nach dem anderen. Jeden Tag kam Herr Frank mit einem großen Beutel voll verschiedener Früchte an. Für jede Obstsorte gab es ein anderes Rezept. Ich hatte es sehr schnell raus und wurde zu einer Art Expertin. Gläser mit köstlicher Konfitüre stapelten sich. Herr Frank logierte vorerst in einer kleinen Pension im Zentrum, bis er seine Familie nach Amsterdam holen konnte. Er sprach selten über sie, erwähnte nur, dass sie sich derzeit bei seiner Schwiegermutter im grenznahen Aachen aufhielt. Seine Frau Edith und die 2 kleinen Töchter. Margot Betty, die Ältere, und Anneliese Marie, die Anne genannt wurde. Außerdem gab es noch seine alte Mutter und andere Verwandte, die in Basel lebten. Ich nannte ihn Herr Frank und er mich Fräulein Sandruschitz. Doch ich fühlte mich ihm gegenüber bald so frei und ungezwungen, dass ich die Förmlichkeit außer Acht ließ und ihn bat, mich Miep zu nennen, was er auch akzeptierte. Als wir unsere gemeinsame Leidenschaft für Politik entdeckten, entwickelte sich schnell eine persönliche Beziehung. Wir standen auf der gleichen Seite. Ich hegte eine abgrundtiefe Verachtung gegenüber dem fanatischen Adolf Hitler, der kürzlich in Deutschland an die Macht gekommen war. Otto Frank empfand genauso, als Jude freilich aus viel überzeugenderen Gründen. Schließlich hatte er Deutschland wegen Hitlers judenfeindlicher Politik verlassen. Wir waren uns einig, dass es völlig richtig war, Hitler Deutschland den Rücken zu kehren, um im Schutz unserer Wahlheimat ein sicheres Dasein zu führen. Gegen Ende meiner 2. Woche erschien Herr Frank eines Morgens in der Küche. »Kommen Sie mit, Miep«, forderte er mich auf und ging ins Vorzimmer. Dort dirigierte er mich zu dem Schreibtisch am Fenster und erklärte, hier ist jetzt Ihr Platz. Ich nenne diesen Schreibtisch die Reklamations- und Informationsstelle. Den Grund werden Sie bald kennenlernen. Ich ließ mich in der Zimmerecke nieder, wo ich Aussicht auf die Straße mit ihrem bunten Leben und Treiben hatte. Die Bezeichnung für meinen Arbeitsplatz begriff ich schnell. Nachdem ich zur Sachverständigen für Marmeladenzubereitung geworden war, bestand meine Aufgabe darin, mit unseren Kundinnen direkt zu verhandeln. Viele Hausfrauen kannten unser Verfahren schon, richteten sich beim Marmelade-Einkochen aber nicht genau nach dem Rezept und plötzlich hatten sie dann statt Marmelade entweder feste Klumpen oder eine wässrige Brühe. Dann beschwerten sie sich telefonisch, dass das Zeug nichts tauge. Meine Aufgabe war es, höflich zuzuhören und herauszufinden, wo der Fehler lag, der ihre Marmelade missraten ließ. Ich erklärte ihnen, was sie verkehrt gemacht hatten und wie sie den Schaden beheben sollten. Nach dem Gespräch hatte Travis und Co. in den meisten Fällen eine zufriedene, treue Kundin gewonnen. Viktor Krahler, Herrn Franks Büropartner, war stämmig, gut aussehend, dunkelhaarig, korrekt, 33 Jahre alt. Stets ernst, formell und höflich. Mit mir hatte er nur wenig zu tun. Herr Frank muss mit mir zufrieden gewesen sein, denn er betraute mich auch mit anderen Aufgaben wie Buchhaltung und Korrespondenz. Eines Tages erzählte mir Herr Frank freudestrahlend, er habe im Süden von Amsterdam eine Wohnung gemietet.
In meinem Viertel also, wo sich bereits viele deutsche Emigranten niedergelassen hatten. Seine Familie war endlich aus Deutschland herausgekommen. Ich sah ihm an, wie glücklich er darüber war. Bald danach teilte er mir mit, die erkrankte Bürokraft Fräulein Hehl sei wieder gesund und arbeitsfähig. Ich bemühte mich, meine Niedergeschlagenheit nicht zu zeigen, nickte nur und dachte, das musste ja so kommen. Aber, fuhr er fort, wir würden es sehr begrüßen, Sie als festangestellte Bürokraft zu behalten. Wären Sie damit einverstanden, Miep? Mein Herz tat einen Freudensprung. Ja, natürlich, Herr Frank. Das Geschäft läuft besser, erklärte er. Es wird für Sie beide genug zu tun geben. Eines Morgens saß ich am Schreibtisch und war in meine Arbeit vertieft, als ich die Haustür knarren hörte. Herein kam eine gut angezogene Mitdreißigerin, klassische Eleganz, rundes Gesicht, das dunkle Haar zum Knoten aufgesteckt. Sie hatte dunkle Augen und eine breite Stirn. Neben ihr trippelte ein winziges, dunkelhaariges Mädchen im schneeweißen Pelzmantel. Herr Frank kam aus seinem Büro, um die Gäste zu begrüßen. Da ich am nächsten saß, führte er sie zuerst zu mir. Miep, sagte er auf Deutsch, ich möchte Sie mit meiner Frau bekannt machen. Edith Frank Holländer. Frau Frank begrüßte mich mit der freundlichen Zurückhaltung, die in kultivierten, gut situierten Kreisen üblich ist. Und das ist meine jüngere Tochter Anne, fügte Otto Frank lächelnd hinzu. Sie ist 4 Jahre alt. Das kleine Mädchen im weißen Pelz blickte zu mir hoch und machte dann einen Knicks. Sie müssen Deutsch mit ihr sprechen, erklärte Herr Frank. Sie ist erst 4 und kann leider noch nicht Holländisch. Ich sah, wie die kleine Anne sich schüchtern an ihre Mutter klammerte. Durch ihre leuchtenden, wachen, großen Augen, die das zarte Gesicht beherrschten, nahmen alles ringsum begierig auf. Ich bin Miep, sagte ich zu beiden. Jetzt hole ich erst mal Kaffee. Dann rannte ich in die Küche und kam mit einem Tablett zurück. Anne bekundete lebhaftes Interesse an allen möglichen Dingen, die für uns Erwachsene nichts als alltägliche Gebrauchsgegenstände waren. Versandkartons, Packpapier, die Bindfadenrolle, Rechnungsblöcke. Sie trank ein Glas Milch bei mir, während ihre Eltern den Kaffee in Herrn Franks Büro nahmen. Wir gingen zu meinem Schreibtisch. Gebannt betrachtete Anne meine schwarze Schreibmaschine. Ich legte ihre kleinen Finger auf die Tasten und drückte sie herunter. Ihre Augen strahlten, als die Typenhebel hochschnellten und schwarze Buchstaben auf das Papier druckten. Während ich Anne beobachtete, dachte ich bei mir, ein Kind wie dieses hätte ich auch gern eines Tages. Ruhig, folgsam, neugierig. Sie trank den letzten Schluck Milch und blickte zu mir hoch. Sie brauchte nichts zu sagen. Ihre Augen verrieten mir, was sie wollte. Ich nahm das leere Glas und schenkte es wieder voll. Je besser unsere Kundinnen lernten, Marmelade genau nach Rezept zuzubereiten, desto weniger hatte ich mit Reklamationen und Informationen zu tun. Dafür nahm die Arbeit in der Buchhaltung, die Korrespondenz und Rechnungsstellung ständig zu, da sich das Geschäft belebte. Jeden Morgen packte ich mein Mittagessen ein und radelte ins Büro. Mein Weg führte an der Montessori-Schule vorbei, in der Herr Frank die kleine Anne und die 3 Jahre ältere Margot angemeldet hatte. Die Franks waren inzwischen ins Flussviertel umgezogen, in einen großen braunen Ziegelwohnblock am Marwedeplein, der unserem in der Chaspstraat aufs Haar glich. Ständig ließen sich mehr jüdische Emigranten aus Deutschland in unserer Gegend nieder. Viele dieser Flüchtlinge waren wohlhabender als die einheimischen Arbeiter und erregten Aufsehen, wenn sie sich mit Pelzen oder sonstigen Luxusartikeln ausstaffiert auf der Straße zeigten. Eines Tages wurde im Büro ein neuer Schreibtisch angeliefert und meinem gegenüber aufgestellt. Und dann erschien eine junge Frau, etwa in meinem Alter, blond, unscheinbar, ein bisschen mollig und beanspruchte ihren angestammten Platz. Es war Fräulein Hehl. Ich setzte mich an den neuen Schreibtisch. Wir teilten uns das Vorzimmer jetzt zu dritt. Fräulein Hehl, der Botenjunge Willem und ich. Mit Willem verstand ich mich bestens. Aber Fräulein Hehl und ich kamen nicht besonders gut miteinander aus. Sie pflegte Reden zu schwingen über die neue politische Partei, der sie beigetreten war, die niederländische Version von Hitlers NSDAP, die sich NSB nannte.
Je öfter sie ihr Dogma, das rassistische Vorurteile gegenüber Juden beinhaltete, verkündete, desto gereizter wurde ich. Die bis dahin so gemütliche Atmosphäre im Büro wurde gespannt und frostig. Ich fragte mich, was Herr Frank von ihren offenkundigen Verbindungen zu den Nazis hielt und ob er sie wohl entlassen würde. Fräulein Hehl erschien eines Morgens nicht zur Arbeit. Sie schickte Herrn Krahler eine Nachricht und bald danach einen Brief ihres Arztes, der Inhalt: Infolge einer psychischen Erkrankung ist Fräulein Hehl nicht imstande, die ihr obliegenden Aufgaben bei Travis und Co. weiterhin zu erfüllen. Herr Frank witzelte: Die einfachste Art, einen Nazi loszuwerden. Doch die Arbeit war nicht das Einzige in meinem Leben. Ich unternahm damals ziemlich viel und war, wie viele junge Holländerinnen, Mitglied in einem Tanzclub. Samstag und Sonntag veranstaltete der Club öffentliche Tanzabende. Ich war so temperamentvoll und mit solcher Begeisterung dabei, dass ich nie Mauerblümchen sein musste. Ich zählte zu meinem engeren Bekanntenkreis verschiedene ansehnliche junge Männer, darunter einen hochgewachsenen, stets gut gekleideten, ein paar Jahre älteren Holländer, der mir gefiel. Er hieß Henk Gies. Ich hatte ihn vor Jahren in der Textilfirma kennengelernt, wo wir beide arbeiteten. Wir waren in Verbindung geblieben, obwohl unsere Wege sich trennten, als ich zu Travis und Co. ging und Henk als Fürsorger zum Sozialamt der Stadt Amsterdam. Ich fand Henk mit seinem dichten, glänzenden, blonden Haar, den warmen, lebensprühenden Augen überaus attraktiv. Henk wohnte ebenfalls im Flussviertel. Im Jahre 1937, als ich 4 Jahre für Herrn Frank gearbeitet hatte, zog die Firma in ein altes Giebelhaus mit mehreren Stockwerken und einem Arbeitsraum im Parterre um. Die Adresse war Singal 400. Unser neues Domizil befand sich unmittelbar neben dem berühmten Blumenmarkt über der Singalkracht, einem der bezauberndsten Wasserwege Amsterdams. Gelegentlich gingen Henk Gies und ich in der Mittagspause gemeinsam ein bisschen spazieren. Dabei war uns Herr Frank mehrmals begegnet und er hatte sich meinen ständigen Begleiter wohl recht genau angesehen. Die beiden waren von ähnlicher Statur, sehr groß, hager, aber Henk war noch etwas größer. Sein dichtes blondes Haar wellte sich über der Stirn, während der Ansatz von Herrn Franks dünnem Haar sich bereits lichtete. Auch im Wesen ähnelten sie sich. Beide machten wenig Worte, hatten hohe Wertmaßstäbe und einen mit Ironie gepaarten Sinn für Humor. Eines Tages lud mich Herr Frank zum Abendessen ein. »Und bringen Sie Herrn Gies mit«, fügte er hinzu. Ich fühlte mich geehrt, von meinem Chef nach Hause eingeladen zu werden und dort gemeinsam mit seiner Familie zu essen. Henk und ich trafen punkt 6 Uhr bei den Franks ein. Herr Frank wirkte in der häuslichen Atmosphäre wesentlich gelöster. Seine Frau begrüßte uns auf ihre zurückhaltende Art. Obwohl sie Fortschritte im Holländischen machte, sprach sie immer noch mit stärkerem Akzent als ihr Mann. Wir unterhielten uns auf Deutsch, das Henk ebenfalls fließend beherrschte. Frau Frank vermisste Deutschland sehr, weit mehr als ihr Mann. Im Gespräch kam sie immer wieder wehmütig auf ihr Leben in Frankfurt zurück. Ihre alte Mutter, Frau Holländer, war zu ihnen gezogen, aber häufig krank und bettlägerig. Das Mobiliar hatten sie aus Frankfurt mitgebracht, darunter viele Antiquitäten, meist aus polierten, dunklen Hölzern. Besonders bewunderte ich einen eleganten, hohen Sekretär, eine französische Arbeit aus dem 19. Jahrhundert. Er habe zu ihrer Mitgift gehört, erwähnte Frau Frank. Im Hintergrund tickte leise eine mächtige, alte Standuhr. Mein Blick fiel auf eine hübsche Kohlezeichnung, die schön gerahmt an der Wand hing. Eine große Katze, die ihre beiden eng an sie gekuschelten Jungen säugt. Die Franks waren Katzenliebhaber. Und so stolzierte auch ein freundlicher Kater besitzergreifend durch den Raum. Das Tier gehöre seinen Töchtern, erklärte Herr Frank. Überall gab es Anzeichen, dass sich hier alles um die Kinder drehte. Zeichnungen, Spielzeug. Vor dem Essen sprachen wir über das Neueste aus dem blutigen Bürgerkrieg in Spanien. General Franco, der spanische Faschistenführer, hatte die Republikaner und ihre Verbündeten fast völlig geschlagen. Hitler und Mussolini machten keinen Hehl aus ihrer Sympathie und Hilfeleistung für Franco. Nachdem wir uns zu Tisch gesetzt hatten, wurden Margot und Anne hereingerufen.
Anne kam angerannt. Sie war jetzt 8, immer noch ein wenig dünn und zart, aber die tiefliegenden graugrünen Augen mit den hellen Sprenkeln sprühten vor Leben. Die Nase hatte sie von ihrer Mutter, den Mund vom Vater. Sie hatte einen Überbiss und eine Kerbe am Kinn. Es war unsere erste Begegnung mit Margot, einer bildhübschen 11-Jährigen. Sie hatte ebenfalls dunkles, glänzendes Haar, das beide gleich lang trugen, bis knapp über das Ohr, Seitenscheitel, Spange. Margot hatte dunkle Augen. Uns gegenüber verhielt sie sich schüchtern und still. Beide Mädchen benahmen sich äußerst brav und wohlerzogen und sprachen schon perfekt Holländisch. Margot schien Mamas Liebling zu sein, Anne dagegen Papas. Nach Tisch gingen die Kinder in ihre Zimmer zurück, um Schularbeiten zu machen. Mein Blick fiel auf Annes dünne Beine, die in weißen Söckchen und winzigen Pumps steckten. Die Söckchen waren heruntergerutscht und schlotterten um ihre mageren Knöchel. Ein komischer, rührender Anblick. Eine Welle von Zärtlichkeit durchströmte mich. Ich verkniff mir ein Lächeln und den Wunsch, mich hinunterzubeugen und Anne die Söckchen hochzuziehen. Dies war die erste von mehreren Einladungen zum Abendessen bei den Franks. Trotz unserer förmlichen Beziehungen erfuhr ich mit der Zeit mehr über sie, vor allem weil Edith Frank gern in Erinnerungen kramte. An ihre glückliche Kindheit in Aachen, an ihre Hochzeit mit Otto Frank im Jahre 1925 und an ihr gemeinsames Leben in Frankfurt. Er war dort aufgewachsen. Seine Familie gehörte seit dem 17. Jahrhundert zu den alteingesessenen Geschäfts- und Finanzkreisen des jüdischen Großbürgertums. Er hatte eine erstklassige Erziehung genossen, sich als Soldat im Ersten Weltkrieg ausgezeichnet und es bis zum Leutnant gebracht. Nach dem Krieg betätigte er sich kaufmännisch in seiner Heimatstadt. Der Mann seiner Schwester war in Basel bei einer Firma der Nahrungsmittelbranche beschäftigt, deren Stammsitz in Köln und eine Tochtergesellschaft in Amsterdam hatte, eben Travis und Company. Als Otto Frank Deutschland verlassen wollte, schlug sein Schwager vor, dass die holländische Filiale ihn einstellen und mit der Ankurbelung des Geschäftes beauftragen solle. Und so geschah es. Es war ein Beschluss, der sich als recht vorteilhaft erwies, für Travis und Co. wie für Otto Frank. Henk Gies und ich verbrachten immer mehr Zeit miteinander. Langsam entdeckten wir viele Gemeinsamkeiten. Wir gingen oft ins Kino. Es wurde rasch zur Regel, dass wir jeden Samstag das Tipptopp im alten Judenviertel besuchten. Dort wurden amerikanische, englische und deutsche Filme gespielt, dazu die Wochenschau. Wie jedes andere junge Paar in Holland unternahmen auch wir Radtouren. Auf einem Fahrrad, versteht sich. Henk fuhr und ich saß seitlich hinter ihm. Die Arme hatte ich um Henks Taille geschlungen. Henk, Gies und ich waren ganz versessen auf den Sonntagsmarkt im alten Judenviertel, direkt jenseits der Amstel. Die Amsterdamer hatten eine Vorliebe für dieses einmalige Viertel mit den vielen Häusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert und kamen von überall her, um das riesige Marktgelände zu durchstreifen. Von Schubkarren gesäumt, voller Geschäftigkeit und Farbe, sehr geräuschvoll, überquellend von fremdartigen Süßigkeiten und Sonderangeboten. Ich war oft mit meiner Adoptivfamilie am Sonntagvormittag hingegangen, ebenso Henk als Junge. Und so fühlten wir uns dort beide heimisch. In diesem Viertel lebten die weniger begüterten Amsterdamer Juden. Sie waren vor langer Zeit aus östlichen Ländern zugewandert. Dann hatten sich in den letzten Jahren die jüdischen Immigranten aus Deutschland dazugesellt. Mittlerweile waren die niederländischen Einwanderungsbestimmungen jedoch verschärft worden. Es wurden Juden und anderen Flüchtlingen zunehmend erschwert, nach Holland und ebenso in andere westliche Länder zu emigrieren. Wir fragten uns, wohin die unerwünschten Emigranten sich wenden sollten, insbesondere die deutschen Juden, denen Hitler einen Verbleib in Deutschland immer mehr erschwerte. Trotz Otto Franks wachsender Besorgnis hinsichtlich der politischen Entwicklung in Deutschland blieb die Arbeitsatmosphäre bei Travis und Co. entspannt. Wir machten unsere Späße und hatten immer etwas zu lachen. Das Lachen verging uns schlagartig an jenem 13. März 1938, als alles um Herrn Franks Radio versammelt stand und der dramatischen Stimme lauschte, die Hitlers triumphalen Einzug in Wien verkündete. Der Sprecher schilderte die Atmosphäre: Blumen, Fahnen, fanatisch jubelnde Massen.
Ich stellte mir den hysterischen Freudentaumel des österreichischen Plebs vor, der ihm zujubelte. Mein österreichischer Pass fiel mir ein. Ich bereute zutiefst, dass ich mir nicht die Zeit genommen hatte, die Angelegenheit ins Reine zu bringen. Fortsetzung des Berichts »Meine Zeit mit Anne Frank« von Miep Gies. Kurz danach machte ich meinen jährlichen Gang zur Ausländerabteilung der Polizei. Jahr um Jahr war ich dort erschienen, um meinen Pass abstempeln und meine Aufenthaltsgenehmigung verlängern zu lassen. In jenem Jahr 1938 wurde ich zu meinem Schrecken und Entsetzen zum deutschen Konsulat weitergeschickt, wo man mir meinen österreichischen Pass abnahm und mir dafür einen deutschen mit einem schwarzen Hakenkreuz neben meinem Foto aushändigte. Auf dem Papier hatte ich jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Doch das war Unsinn. In meinem Innern war ich durch und durch Holländerin. Mehrere Wochen nach meinem Besuch bei der Fremdenpolizei und dem deutschen Konsulat saß ich zu Hause und gerade bei der Zeitungslektüre. Es klopfte an der Tür und ich wurde herausgerufen. Vor mir stand eine hochblonde, etwa gleichaltrige junge Frau, die mich zuckersüß anlächelte. Mit einem Wortschwall erklärte sie mir, dass sie meinen Namen und meine Adresse im deutschen Konsulat bekommen habe. Dass sie, ebenso wie ich, deutsche Staatsangehörige sei. Zweck ihres Besuches war, mich zum Eintritt in den hiesigen Ableger der NS-Frauenschaft aufzufordern. Deren Ideale seien die unseres Führers Adolf Hitler. Wenn ich eintrete, bekäme ich ein Mitgliedsabzeichen und könne von da ab an den Versammlungen teilnehmen. Bald würde unsere Frauenorganisation eine Reise ins deutsche Vaterland geschenkt bekommen, wo wir Seite an Seite mit unseren arischen Volksgenossinnen an Aktionen teilnehmen sollten. In dieser Tonart ging es weiter, als ob ich bereits zu den Mitgliedern gehörte. Der zuckersüße Gesichtsausdruck verschwand blitzartig, als ich ablehnte. »Aber wieso denn?« erkundigte sie sich entgeistert. »Wie könnte ich einer solchen Organisation beitreten?« fragte ich eisig, »bei alledem, was man den Juden in Deutschland antut.« Ihre Augen verengten sich und starrten mich unverwandt an, als wollten sie sich jeden einzelnen Zug einprägen. Es verschaffte mir tiefe Genugtuung, diesen kleinen Nazi-Augen meine ganze Verachtung zu zeigen. Ich wünschte ihr eine gute Nacht und schloss die Tür. Im November war einer unserer Abende bei der Familie Frank besonders überschattet von den bedrückenden Nachrichten der letzten Zeit. Vom 9. zum 10. November 1938 hatte die berüchtigte Kristallnacht stattgefunden. In dieser Nacht waren in Deutschland jüdische Büros, Läden und Wohnungen zu Tausenden demoliert und in Brand gesteckt worden. Synagogen wurden zerstört. Jüdische Menschen wurden zusammengeschlagen oder erschossen. Frauen misshandelt, vergewaltigt. Wehrlose Kinder drangsaliert. Frau Frank machte ihrer Erbitterung über das barbarische Geschehen besonders wortstark Luft. Herr Frank, wie immer ein bisschen nervös, schüttelte unentwegt den Kopf und äußerte die Hoffnung, vielleicht habe der krankhafte Judenhass damit seinen Höhepunkt erreicht und die grässlichen Ausschreitungen würden sich legen. Das gäbe dann anständigen Menschen Gelegenheit zur Besinnung. Sie würden erkennen, dass sie irregeleitet und verblendet waren, als sie solchen brutalen Sadisten Vorschub leisteten. Als Margot und Anne zu Tisch gerufen worden, ließen wir das grausige Thema fallen. Wir bemühten uns, über angenehme, erfreuliche Dinge zu sprechen, die sich für die Ohren der Kinder besser eigneten. Seit unserem letzten Abendessen in der Frankschen Wohnung waren einige Monate vergangen. Margot und Anne hatten sich sehr verändert. Mit ihren 9 Jahren war die kleine Anne eine beachtliche Persönlichkeit. Ihre Wangen glühten, während sie mit ihrer hohen Stimme redete wie ein Wasserfall. Ihr strahlendes Lächeln wirkte ansteckend. Margot reifte zum jungen Mädchen heran und wurde immer hübscher. Sie blieb von beiden die mehr in sich gekehrte. Margot wurde zur Musterschülerin, der das stundenlange anstrengende Lernen offenbar gar nichts ausmachte. Anne war ebenfalls eine gute Schülerin, entwickelte aber zugleich einen rastlosen Geselligkeitstrieb. Sie spielte gern in Theateraufführungen der Schule mit, sprach viel über ihre Freundinnen und über Filme. Henk und ich waren die richtigen Gesprächspartner, da wir auch gern und oft ins Kino gingen.
Edith Frank zog ihre beiden Töchter sehr hübsch an. Sie trugen stets frisch gestärkte und gebügelte Baumwollkleidchen, oft mit handgestickten weißen Leinenkragen. Genauso werde ich meine Kinder später einmal kleiden, dachte ich. Um diese Zeit trat ein weiterer jüdischer Immigrant in die Firma ein. Ein alter Geschäftsfreund von Otto Frank, der bei Travis und Co. als Berater und Experte für Gewürze arbeiten sollte. Er hieß Hermann van Daan, hatte als gebürtiger Holländer viele Jahre in Deutschland gelebt und war mit einer deutschen Jüdin verheiratet. Nach der Machtergreifung Hitlers hatte er mit seiner Familie Deutschland verlassen. Er sollte die Gewürzabteilung der Firma leiten, die sich Pektakon nannte. Auf seinem Gebiet war van Daan unschlagbar. Er brauchte nur einmal daran zu schnuppern und konnte dann jedes Gewürz beim Namen nennen. Ein Mitvierziger, groß, massig, gut angezogen, leicht gebückter Gang, männliches, offenes Gesicht, spärlicher Haarwuchs, im Mundwinkel ständig eine Zigarette. Für einen Scherz fand Hermann van Daan immer Zeit. Kurz, er war ein angenehmer, umgänglicher Typ, der sich mühelos in unseren Betrieb einfügte. Wenn er und Herr Frank die Köpfe zusammensteckten, brüteten sie jedes Mal eine erfolgreiche Idee aus für den Vertrieb unserer Produkte und die Erschließung neuer Käuferschichten. Die Franks begannen, regelmäßig an Samstagnachmittagen Gäste zu Kaffee und Kuchen bei sich zu versammeln. Henk und ich wurden manchmal dazu eingeladen. Außer uns waren es meist 7 bis 8 Gäste, vorwiegend jüdische Immigranten aus Hitlerdeutschland. Nicht alle hatten sich vorher gekannt, dennoch hatten sie vieles gemeinsam. Herr Frank hielt es für eine gute Idee, sie mit Holländern zusammenzubringen, die sich für ihr Schicksal interessierten, für die Gründe ihrer Emigration und für ihr Ergehen hierzulande. Er stellte Henk und mich immer als unsere holländischen Freunde vor. Herr van Daan, in Begleitung seiner hübschen, ein wenig koketten Frau Petronella, war oft dabei. Ein weiterer regelmäßiger Gast war ein gut aussehender Zahnarzt namens Albert Düssel, der Ähnlichkeit mit Maurice Chevalier hatte. Dr. Düssel kam in Begleitung seiner atemberaubend schönen Frau Lotte, einer Nichtjüdin, mit der er erst kürzlich aus Deutschland emigriert war. Ich mochte Dr. Düssel und ich beschloss, mich in seine Behandlung zu begeben. Er erwies sich als ausgezeichneter Zahnarzt. Bei diesen samstäglichen Zusammenkünften saßen wir alle um den großen, runden, dunkel gebeizten Eichentisch im Wohnzimmer, der gedeckt war mit Kaffeegeschirr, Frau Franks wunderschönem, blank poliertem Silber und einem köstlichen, selbstgebackenen Kuchen. Alles redete durcheinander. Jeder war bis ins Kleinste über die neuesten Weltereignisse im Bilde, insbesondere über die mit Deutschland zusammenhängenden. Als Hitler im März 1939 die Tschechoslowakei besetzte, machten wir unsere Empörung in lautstarken Diskussionen Luft. Das Sudetenland war im September 1938 annektiert worden, angeblich um den Frieden zu erhalten. Doch bei dieser Invasion handelte es sich um einen schieren Gewaltakt. Im Verlauf der samstäglichen Runde erschienen jedes Mal irgendwann die beiden Töchter im Wohnzimmer. Dann verstummte das Gespräch der Erwachsenen schlagartig, während die Mädchen jeden der Gäste begrüßten. Sie bekamen ein Stück Kuchen und mampften nebeneinander stehend. Anne reichte Margot kaum bis zur Nasenspitze. Es blieb ziemlich ruhig im Zimmer, bis die Mädchen sich verabschiedet und die Tür hinter sich zugemacht hatten. Dann setzte sofort wieder lautes Stimmengewirr ein. Das Gespräch kam unweigerlich auf das Leben in Deutschland zurück, bevor man aus der Heimat hatte fliehen müssen. Alle diese Menschen hatten sich dort in mühevoller Arbeit eine Existenz aufgebaut. Keiner von ihnen hätte es sich träumen lassen, einmal aus dem Land, in dem er verwurzelt war, fliehen und in mittlerem Alter von vorn anfangen zu müssen. Zum Glück waren sie nach Holland entkommen, wo ihnen eine neue Heimstatt geboten wurde, die sich an Freiheit und Toleranz mit jeder anderen messen konnte. Anfang 1939, nach der Okkupation der Tschechoslowakei, wuchsen unsere Besorgnisse Hitler betreffend. Während des Frühjahrs und Sommers herrschte eine gespannte, nervöse Stimmung. Holland hielt seine Truppen in Alarmbereitschaft. Im Spätsommer proklamierte Königin Wilhelmina offiziell die strikte Neutralität der Niederlande. Die allgemeine Spannung bewog Henk und mich, unsere persönliche Situation zu überdenken. Zwischen uns war eine tiefe Beziehung entstanden.
Auf eine formelle Bindung hatten wir uns beide bisher jedoch nicht eingelassen. Wir besaßen so gut wie nichts, womit wir einen Hausstand gründen konnten. Aber ich hatte die 30 überschritten. Henk wurde demnächst 34. Sobald wir eine Wohnung in Aussicht hätten, wollten wir heiraten. Also machten wir uns an die schier unlösbare Aufgabe, eine Bleibe zu finden. Die Jagd nach Wohnungen oder Räumen zur Untermiete, nach jeder Art vernünftiger Behausung, führte Henk und mich kreuz und quer durch Amsterdam. Es war einfach nichts zu bekommen. Zur Tradition Amsterdams gehörte es von jeher, denjenigen Obdach zu gewähren, die der einen oder anderen Art von Tyrannei entflohen waren. Trotz der strengeren Einwanderungsgesetze war die Stadt jetzt mit Flüchtlingen überfüllt. Familien nahmen Untermieter auf, die dann ihrerseits noch weitere Personen bei sich einquartierten. Es gab absolut keinen Platz mehr. Während wir unsere erfolglose Wohnungssuche fortsetzten, trat schließlich das ein, was wir alle befürchtet hatten. Am 1. September 1939 fiel Hitlers Wehrmacht in Polen ein. Am 3. September erklärten England und Frankreich Deutschland den Krieg. Und Holland lag genau in der Mitte. Doch nach der Niederwerfung Polens im sogenannten Blitzkrieg passierte nicht mehr viel. Wir begannen vom Sitzkrieg zu reden. Ein eisiger Winter setzte ein. Die Rachten froren zu und waren bald von Schlittschuhläufern bevölkert. Es begann früh zu schneien. Am 30. November griff die Rote Armee Finnland an. Doch als 1940 anbrach und damit ein neues Jahrzehnt, blieb das Radio merkwürdig ruhig. Bei Travis & Co. florierte das Geschäft. Der Pectacon-Gewürzhandel benötigte mehr Arbeitskräfte. Im Januar 1940 fand Herr Frank neue Büros, die auch bei weiterem Wachstum der Firma reichlich Raum boten. Das Gebäude, ein schmales Giebelhaus aus rotem Backstein, im 17. Jahrhundert erbaut, lag, nicht weit von unserem bisherigen Standort entfernt, an der Prinzenracht, die sich so wie andere Rachten im Bogen durch das alte Amsterdam zieht. In jenem Teil der Stadt gab es viele alte Häuser dieser Art. Durch den Umzug grenzten wir jetzt an ein Arbeiterviertel unter dem Namen Jordan bekannt, was sich aus dem französischen Jardin, also Garten, herleitet. Sämtliche Straßen trugen dort Namen von Blumen und Bäumen. Unser neues Büro lag an einer Straße mit Werkstätten, Lagerhäusern und anderen Kleinbetrieben wie dem unseren. Das weitläufige Gebäude Prinzenracht 263 hatte im Erdgeschoss drei Türen. Die erste führte über eine steile alte Holztreppe hinauf in die Speicherräume, für die wir auch im Augenblick keine Verwendung hatten. Durch die zweite Tür gelangte man über ein paar Stufen zu einem Absatz, wo sich zwei Milchglastüren befanden. Die rechte mit der Aufschrift Kontor führte in meinen Arbeitsraum, der Platz für weitere Mitarbeiter bot. Durch die Tür auf der linken Seite des Treppenabsatzes kam man in einen Verbindungsgang, von dem aus man das Büro von Herrn Krahler und Herrn Van Daan gelangte. Am Ende dieses Ganges waren wiederum vier Stufen und ein schmaler Absatz, von dem aus eine Tür in das Büro von Herrn Frank führte. Durch die dritte Vordertür kam man direkt in die Lagerräume im Erdgeschoss. Zu unserer Begrüßung hatte sich ein großer schwarz-weißer Kater mit leicht ramponiertem Gesicht eingefunden. Ich musterte ihn und holte rasch etwas Milch. Grässlich, an die fetten Amsterdamer Ratten zu denken, die sich gewiss in diesem alten, feuchten Gebäude versteckt hielten. Der Kater würde als unser Büromaskottchen fungieren und zugleich die Rattenplage eindämmen. In der Firma hatte ein Personalwechsel stattgefunden. Willem war ausgeschieden und durch zwei Lagerarbeiter ersetzt worden. Bald darauf ließ mich Herr Frank in sein Büro kommen und präsentierte mir ein junges Mädchen, das er gerade eingestellt hatte. Sie war dunkelblond, ein gutes Stück größer als ich und Brillenträgerin. Ich merkte auf Anhieb, dass sie furchtbar schüchtern war. Sie hieß Ellie Vossen und war 21 Jahre alt. Ich nahm Ellie unter meine Fittiche und platzierte sie an den Schreibtisch mir gegenüber. Ellie und ich bildeten von Anfang an ein gutes Team und wir freundeten uns an. Wir aßen zusammen zu Mittag, gingen miteinander spazieren und redeten dabei über dies und jenes. Sie war die älteste von acht Geschwistern.
Kurz nach unserem Umzug nahm Herr Frank einen weiteren Mitarbeiter in die Firma auf. Er hieß Jo Korbheus, hatte im Laufe der Jahre verschiedentlich geschäftlich mit Frank zu tun gehabt und gehörte zu seinen persönlichen Freunden. Korbheus war im mittleren Alter, von zerbrechlicher Statur, bleichgesichtig. Er trug eine große Brille mit dicken Gläsern auf der schmalen Nase. Herr Korbheus war ein ruhiger Mensch, der einem sofort Vertrauen und Zuneigung einflößte. Meine Beziehung zu ihm gestaltete sich bald sehr herzlich. Jo Korbheus, Elli Vossen und ich teilten uns zusammen mit anderen Frauen das Vorzimmer. Viktor Krahler und Hermann van Daan saßen in dem hinten gelegenen Büro. Bei den Männern hatten sich zwei Arbeitsteams herausgebildet. Korbheus und Frank spezialisierten sich auf Haushaltwaren und Finanzen. Van Daan und Krahler befassten sich mit Gewürzen, vor allem mit denen, die zur Wurstherstellung benötigt wurden. Im Februar 1940 wurde Margot Frank 14, einen Tag nach meinem 31. Geburtstag. Die ernsten dunklen Augen waren jetzt von dicken Brillengläsern verdeckt. Ihr Interesse galt ausschließlich Büchern. Ungeachtet der Brille wurde Margot mit ihrer weichen, zarten Haut zunehmend hübscher. Anne war in jenem kalten Winter noch nicht ganz 11. Sie blickte zweifellos zu ihrer älteren Schwester auf. Was Margot sagte oder tat, nahmen Annes scharfe Augen und ihr rascher Verstand begierig auf. Anne hatte ein echtes schauspielerisches Talent entwickelt. Sie konnte alles und jeden nachahmen, und zwar sehr gut. Das Miauen der Katze, die Stimme ihrer Freundin, den strengen Ton ihres Lehrers. Wir mussten über ihre kleinen Darbietungen lachen, weil sie mit ihrer Stimme sehr geschickt umzugehen wusste. Anne genoss es, ein aufmerksames Publikum zu haben. Der Frühling 1940 kam mit Macht. Der Boden taute, die Blumenstände waren voller Tulpen, Osterglocken, Narzissen. Die seidenweiche Luft und die länger werdenden Tage gaben uns allen ein Gefühl der Hoffnung, was die Lage in Europa betraf. Doch dann marschierte Hitler in das kleine Dänemark ein und ebenso mühelos in Norwegen. Bei beiden Invasionen war kaum ein Schuss gefallen. Jedermann in Holland empfand die gleiche Angst. Wir warteten auf den nächsten Schritt. An einem Donnerstag im Mai schreckte ich mitten in der Nacht aus tiefstem Schlaf auf, durch ein Geräusch, das sich wie ein anhaltendes Brummen anhörte. Ich dachte mir nichts weiter dabei und vergrub mich noch fester in die Kissen. Doch dann mischte sich ein fernes, dumpfes Donnergrollen in das Brummen. Plötzlich merkte ich, dass mich meine Schwester Katharina wachrüttelte. Unten im Wohnzimmer versuchte irgendwer im Radio, einen störungsfreien Sender hereinzubekommen. Mein Herz begann stürmisch zu klopfen. Wir stürzten hinunter und suchten herauszukriegen, was eigentlich los war. Die Rundfunkmeldungen klangen verwirrend. Waren das deutsche Flugzeuge? Die Leute rannten auf die Straße, um irgendwen zu finden, der genaueres wusste. Manche waren aufs Dach geklettert. Die fernen Detonationen kamen aus der Flughafengegend. Es dämmerte. Die allgemeine Verwirrung hielt an. Es hieß, dass deutsche Soldaten in holländischen Uniformen mit dem Fallschirm abgesprungen seien. Außerdem kämen Fahrräder, Waffen und Munition vom Himmel heruntergesegelt. Wir waren alle durcheinander. Ein Gerücht jagte das andere. Schließlich sprach Königin Wilhelmina im Radio und teilte uns mit bewegter Stimme mit, dass die Deutschen unser geliebtes Holland angegriffen hätten. Wir setzten uns jedoch zur Wehr. Es war Freitag, der 10. Mai 1940. Keiner wusste so recht, was er tun sollte. Die meisten gingen zur Arbeit wie an jedem anderen Tag, so auch ich. Bei den Kollegen herrschten Verzweiflung und Entsetzen. Wir scharten uns um das Rundfunkgerät in Herrn Franks Büro und hörten den ganzen Tag über Nachrichten. Anscheinend kämpfte unsere tapfere holländische Armee weiter, obwohl sie zahlenmäßig unterlegen war. Es blieb nichts weiter übrig, als abzuwarten. Mehrmals heulten die Sirenen, Fliegeralarm. Es fielen jedoch keine Bomben und ich sah auch nirgends Soldaten. Die Menschen stürmten die Geschäfte und hamsterten, was sie nur kriegen konnten. Ich kaufte Verdunklungspapier. Ab 20 Uhr bestand Ausgangsverbot. Die Nachrichten blieben widerspruchsvoll über das Wochenende hinweg. Jede kleinste Information verbreitete sich mit Windeseile. Wir hörten, dass die schweren Kämpfe um Amersfoort anhielten. Dann kam die schlimmste Nachricht.
Die Königin mit ihrer Familie und die Regierung waren bei Nacht auf einem Schiff nach England geflüchtet. Tiefste Niedergeschlagenheit erfasste uns. Dann hieß es, Prinz Bernhard, der Mann von Kronprinzessin Juliana, sei inkognito nach Holland zurückgekehrt und bei den kämpfenden Truppen. So plötzlich, wie alles begonnen hatte, war alles zu Ende. Am 14. Mai, 7 Uhr abends, teilte General Winkelmann über den Rundfunk mit, deutsche Luftangriffe hätten Rotterdam dem Erdboden gleichgemacht. Deiche seien durchstochen und ganze Landesteile überschwemmt worden. Die Deutschen hätten gedroht, Utrecht und Amsterdam ebenso zu bombardieren, wenn wir den Widerstand fortsetzten. Um weitere Verluste an Menschenleben und Sachwerten zu vermeiden, habe Holland kapituliert, erklärte der General. Wie die erbärmlichsten Räuber hatten uns die Deutschen bei Nacht überfallen. Nun waren wir auf einmal nicht mehr unser eigener Herr. Eine gespenstische Kerkeratmosphäre breitete sich aus. Manche begannen sich über ihre Freunde und Nachbarn Gedanken zu machen. Plötzlich wurde es wichtig zu wissen, wer mit den Nazis sympathisiert hatte und wer ein Spion sein könnte. Und was hatten wir alles geäußert in Gegenwart dieser Leute, denen wir jetzt misstrauten? Die Wehrmacht marschierte durch Amsterdam. Stahlhelme, Knobelbecher, Siegerblick. Eine dichte Menschenmenge hatte sich zusammengefunden, als die Deutschen ihre große Siegesparade veranstalteten. Die Holländer sahen zu, die meisten Gesichter maskenhaft starr, undurchdringlich, reglos. Holländische Nazis krochen aus ihren Rattenlöchern hervor, jubelten, winkten, grüßten, freudestrahlend. Manche, wie Henk und ich, wandten sich ab, schauten nicht hin. Für uns existierten nur zwei Seiten. Diejenigen, die Recht hatten, die loyalen Holländer, die sich kompromisslos den Nazis widersetzten, und diejenigen, die Unrecht hatten, die kollaborierten oder sympathisierten. Dazwischen gab es nichts. Das Leben ging fast normal weiter. Bei Travis und Co. blühte unverändert das Geschäft. Wir arbeiteten den ganzen Tag still vor uns hin. Viermal in jeder Stunde hallten Glockenklänge durch das Gebäude von der Westerkerk am Ende der Straße, einem Backsteinbau mit einem prächtigen hohen Turm. Die Glocken hatten einen starken Widerhall, der nur durch die vielen Ulmen, mit denen die Straße entlang der Schacht bepflanzt war, etwas gedämpft wurde. Eines Tages nahm mich Otto Frank beiseite und teilte mir hocherfreut mit, er habe in einer Anzeige gelesen, dass in unserem Viertel in der Hunsestraat Zimmer zu vermieten seien, ob das nichts für uns wäre. Am nächsten Morgen traf ich mich vor Bürobeginn mit Herrn Frank und wir gingen gemeinsam zu der Hunsestraat, einer ruhigen Straße, nur zwei Querstraßen von der Frankschen Wohnung entfernt. Eine Frau öffnete, klein, mollig, dunkelhaarig, hübsch. Sie hieß Samson. Frau Samson war Jüdin. Sie hatte eine verheiratete Tochter, die in Hilversum, wenige Kilometer südöstlich von Amsterdam, wohnte. Am Tag des deutschen Überfalls hatten die Tochter, der Schwiegersohn und die Kinder versucht, nach England zu fliehen, und waren wie so viele andere in die Hafenstadt Eimeuden geeilt. Als Frau Samsons Mann an jenem Abend davon erfuhr, geriet er außer sich. Er wollte sie unbedingt in Eimeuden ausfindig machen und sich von ihnen verabschieden. Herr Samson hatte keine Ahnung, dass seine Tochter mit ihrer Familie nach Hilversum zurückkehren musste, weil sie auf keines der überfüllten Schiffe gelangen konnten. Bei der Suche nach ihnen war Samson auf ein Schiff geraten und nicht mehr rechtzeitig von Bord gekommen. Seine Frau wurde dann benachrichtigt, dass er unfreiwillig nach England gefahren war. Frau Samson wusste nicht, ob sie ihren Mann jemals wiedersehen würde. Sie fürchtete sich vor dem Alleinsein und suchte deshalb Untermieter. Ich versicherte ihr, dass wir die Zimmer sofort nehmen würden. Henk und ich zogen also bei Frau Samson ein. Anfangs sagten wir ihr, dass wir verheiratet wären. Doch sobald wir sie besser kannten, erzählten wir ihr die Wahrheit. Wir seien zwar noch kein Ehepaar, hofften aber, bald eines zu werden. In Ausnahmezeiten wie diesen galten eben die normalen Maßstäbe nicht mehr. Die Nachrichten meldeten, dass Luxemburg und Belgien fast ebenso schnell wie die Niederlande besetzt worden seien, dass die Deutschen erfolgreich in Frankreich eingedrungen waren, dass ein Mann namens Winston Churchill anstelle von Neville Chamberlain britischer Premierminister geworden war.
In Belgien hatte König Leopold III. Vor den Nazis kapituliert und befand sich jetzt in ihrer Gewalt. Allmählich dämmerte uns, dass Königin Wilhelminas Entscheidung, sich nach England abzusetzen, wohl richtig gewesen war. Über den britischen Rundfunk, die BBC, richtete sie bewegte Worte an uns und erklärte, sie werde die freie niederländische Regierung von Großbritannien aus so lange führen, bis die Deutschen besiegt seien. Sie ermahnte uns, nicht den Mut zu verlieren, den Nazis Widerstand entgegenzusetzen, wo immer wir konnten, und darauf zu vertrauen, dass wir eines Tages wieder ein freies Volk sein würden. Ende Mai wurde Arthur Seyß-Inquart, ein gebürtiger Österreicher, der nach der deutschen Annexion Reichsstatthalter der Ostmark gewesen war, von Hitler zum Reichskommissar für die Niederlande ernannt. Natürlich verachteten wir ihn von der ersten Minute an. Im Juni wehte die Hakenkreuzfahne auf dem Pariser Eiffelturm. Die deutsche Wehrmacht hatte Europa gleich einer Sturmflut überrollt. Nichts schien sie aufhalten zu können. Hitlers Truppen besetzten den größten Teil Europas, von den arktischen Regionen Norwegens bis zu den Weinbaugebieten Frankreichs, von den entlegensten östlichen Randzonen Polens und der Tschechoslowakei bis zu unserem Flachland an der Nordküste. Wie sollte England allein sich gegen eine solche Übermacht behaupten? Churchill versicherte mit Donnerstimme im Radio, es könne und werde gelingen. Die Briten waren unsere einzige Hoffnung. Der Sommer kam, das Leben in Amsterdam ging nach wie vor fast normal weiter. Die Kastanien blühten wie eh und je und es blieb bis abends um 10 hell. Henk und ich richteten uns allmählich mit unserer spärlichen Habe in den zwei möblierten Zimmern mit Küchen- und Badezimmerbenutzung bei Frau Samson häuslich ein. Alles schien fast unverändert, bis mein Blick auf einen deutschen Soldaten fiel, der in einem Straßencafé saß, oder auf einen deutschen Polizisten, einen von den sogenannten Grünen, wie man die deutsche Polizei wegen ihrer grünen Uniform kurz nannte. Dann war die Wirklichkeit wieder da, die Fremdherrschaft. Im Radio erklang jetzt den ganzen Tag nur noch deutsche Musik. In den Kinos liefen ausschließlich deutsche Filme. Also gingen wir natürlich nicht mehr hin. Es war gesetzlich verboten, die BBC zu hören, was keinerlei Wirkung auf uns hatte, da alle Hoffnung und Ermutigung von diesem Feindsender kamen. Ende Juli begannen die abendlichen Sendungen von Radio Oranje, der Stimme der niederländischen Exilregierung in London. Sie wirkten wie Balsam. Da die Zeitungen nichts anderes mehr druckten als deutsche Nachrichten, hatten wir keine Ahnung, was in der Welt wirklich vorging. Also versammelten wir uns allabendlich um das Rundfunkgerät und hörten Radio Oranje trotz des Verbotes. Im August fing Hitler an, Bombengeschwader über den Kanal nach England zu schicken. Täglich klang uns das ständige Brummen der Flugzeuge, die über Holland hinwegflogen, in den Ohren. Manchmal hörten wir die Royal Air Force in östlicher Richtung fliegen, was unsere Herzen höher schlagen ließ. Die BBC sprach von Bombenangriffen auf Berlin. Hoffnung regte sich. Dann berichtete der deutsche Sender vom brennenden London und dass die Briten kurz vor der Kapitulation stünden. Wir bebten vor Wut und verzagten. Trotz ihrer Befürchtungen wurden unsere holländischen Juden bisher genauso behandelt wie alle anderen Holländer. Im August mussten sich die jüdischen Immigranten aus Deutschland im Ausländeramt zur Registrierung melden, was sie auch taten. Doch es geschah ihnen nichts. Sie waren registriert worden, das war alles. Die widerwärtigen holländischen Nazis, die sogenannten NSB'er, schlossen sich den Deutschen an. Zur Belohnung erhielten sie alle möglichen Privilegien. Wir machten einen großen Bogen um dieses falsche Pack. Nicht immer wussten wir, wer auf der rechten Seite stand, wer auf der unrechten. Deshalb sprachen wir mit keinem über den Krieg, dessen Einstellung wir nicht hundertprozentig kannten. Beim Einkaufen fand ich jetzt manchmal die Regale halb leer vor. Die Deutschen hatten angefangen, unsere Lebensmittel zur Versorgung der eigenen Bevölkerung ins Reich zu schaffen. Im Herbst 1940 wuchs die Verzweiflung der Juden. Holländische Juden im öffentlichen Dienst und in anderen staatlichen Positionen, Lehrer, Hochschulprofessoren, aber auch Briefträger, mussten laut Anordnung den Dienst quittieren, was einem Aufschrei der Empörung auslöste. Andere, wie Henk, mussten eine Arier-Erklärung unterzeichnen,
ein verklausuliertes Schriftstück, das im Wesentlichen besagte, ich bin kein Jude. Wir waren entrüstet über diese Verordnungen, wütend und beschämt. Bei Travis und Co. änderte sich durch all dies nichts, bis auf die Umbenennung unseres Bürokaters in Moffi, unser Spottname für die Deutschen. Moff, das war ein Keks, der die Form eines kleinen, fetten Schweines hatte. Unser Kater war berüchtigt für seine Lebensmitteldiebstähle. Er war genauso ein Dieb wie die Deutschen, die unsere Lebensmittel stahlen. Also passte Moffi vorzüglich. Herr Frank und Herr Van Daan bemühten sich nach Kräften, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen. Laut Verordnung vom 22. Oktober 1940 musste sich unsere Firma jedoch wie alle anderen Betriebe, deren Eigentümer Juden waren oder die einen oder mehrere jüdische Geschäftsführer hatten, registrieren lassen. Das Unheil nahte schleichend, doch mit Anbruch des langen, dunklen Winters zog sich die Schlinge um den Hals der Juden fester zusammen. Zunächst mussten sich alle Juden beim Amt für Bevölkerungsstatistik registrieren lassen. Dann kam es zu antisemitischen Kundgebungen. Im alten Judenviertel nahe dem Marktplatz brachen heftige Straßenkämpfe zwischen Juden und Nazis aus. Die Deutschen benutzten sie als Vorwand, um rund um das Viertel die Brücken hochzuziehen, Soldaten zu postieren und alles mit Verbotsschildern abzuriegeln. Am 12. Februar 1941 berichtete die holländische Nazi-Zeitung, Juden hätten deutschen Soldaten die Gurgel durchgebissen und ihnen das Blut ausgesaugt, wie Vampire. Die eiskalte Menschenverachtung, die aus diesen Zwecklügen sprach, entsetzte uns. Dann kam es in unserem eigenen Viertel, im Süden Amsterdams, zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Juden und Nazis. Eine spielte sich in einer Eisdiele ab. Angeblich hatten dort ein paar Juden deutschen Soldaten Salmiakgeist über den Kopf geschüttet. In diesem Februar wurden im alten Judenviertel 400 Geiseln genommen. Gerüchte machten die Runde über die entwürdigenden Prozeduren, zu denen man sie zwang. So mussten sie zum Beispiel vor den Soldaten auf den Knien herumrutschen. Danach wurden sie mit Gewehrkolben zusammengetrieben und auf Lastwagen abtransportiert. Man deportierte sie in einen Ort namens Mauthausen, in ein Konzentrationslager. Bald erhielten die Familien die Nachricht, sie wären an Herzschlag oder Tuberkulose gestorben. Kein Mensch glaubte diesen Lügen. Holländer geraten nicht schnell in Wut, aber wenn sie einmal genug haben, dann schäumen sie vor Zorn. Um das volle Ausmaß der Empörung zu zeigen, die wir Holländer über die Behandlung der Juden empfanden, riefen wir für den 25. Februar zum Generalstreik auf. Es war das Chaos. Der gesamte Verkehr und die Industrie waren lahmgelegt. Der Februarstreik dauerte drei wunderbare Tage. Die Stimmung der holländischen Juden hob sich beträchtlich. Jeder spürte die Solidarität, die der Streik bewirkte. Gefährlich war es zwar, aber auch herrlich, aktiv etwas gegen die Unterdrücker zu tun. Doch nach drei Tagen gewannen die Nazis mit brutalen Vergeltungsmaßnahmen wieder die Oberhand. Henk und ich hatten große Angst um unsere jüdischen Freunde. Wie hatten wir bloß so naiv sein können? Wären unsere jüdischen Freunde doch nur nach Amerika oder Kanada emigriert? Besonders der Gedanke an die Franks und ihre Töchter ließ Henk und mir keine Ruhe. Zwei Brüder von Frau Frank waren rechtzeitig in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Margots Gesundheit hatte sich durch Angstzustände verschlechtert. Sie war häufig krank, ließ sich jedoch durch nichts von ihrem Lernpensum abhalten. Anne entwickelte sich mittlerweile zu dem extrovertiertesten Familienmitglied. Sie wusste über sämtliche Vorgänge in der Welt genauestens Bescheid und empörte sich über das Unrecht, das dem jüdischen Volk angetan wurde. Zu Annes vielfältigen Interessen, wie dem Sammeln von Fotos ihrer Filmstars, war ein neues hinzugekommen, Jungen. Es war, als ob das schreckliche Geschehen in der Außenwelt die innere Entwicklung dieses Kindes beschleunigte, als ob Anne es plötzlich eilig hätte, alles zu wissen und zu erleben. Äußerlich ein zartes, lebhaftes, knapp 12-jähriges Mädchen, war sie nun auf einmal innerlich ihrem Alter weit voraus. Aus heiterem Himmel bekam ich eine Vorladung, im deutschen Konsulat zu erscheinen.
Angst und böse Vorahnungen erfüllten mich. In Begleitung von Henk begab ich mich zu dem bedrohlich wirkenden Gebäude. Als wir uns der Tür näherten, wurden wir angehalten und gefragt, was wir hier zu suchen hätten. Nach genauer Prüfung der Vorladung wies man uns den Weg. Über einen langen Korridor zu einer bestimmten Tür. Ich klammerte mich fest an Henks Arm. Bevor wir durch die halboffene Eingangstür eintreten konnten, wurden wir wiederum angehalten. Laute, barsche Stimmen drangen aus dem Raum. Man ließ mich durch. Henk wollte mitkommen, doch der Wachtposten streckte den Arm vor. Draußen warten, befahl er. Ich ging allein hinein. Der Beamte drinnen verlangte meinen Pass und musterte mich wie einen Schandfleck. Ich reichte ihm den Pass. Mein Herz hämmerte. Er nahm ihn und verschwand. Das Warten schien endlos zu dauern. Die ganze Zeit überschossen mir schreckliche Gedanken durch den Kopf. Sie werden mich nach Wien zurückschicken. Ich werde meinen geliebten Henk nie wiedersehen. Schließlich kam der Beamte mit meinem Pass in der Hand zurück. Ob es stimme, dass ich abgelehnt hätte, in die hiesige Organisation der NS-Frauenschaft einzutreten, fragte er. Ja, das stimmt, antwortete ich. Mit eisigem Blick überreichte er mir den Pass. Ihr Pass ist ungültig gemacht worden, eröffnete er mir kühl. Binnen 3 Monaten müssen Sie nach Wien zurückkehren. Ich schlug den Pass auf. Die Seite, auf der die Gültigkeitsdauer vermerkt war, hatte er mit einem großen schwarzen X gestempelt. Niedergeschlagen ging ich mit Henk nach Hause. In meiner Ratlosigkeit wandte ich mich an einem der nächsten Tage an die Ausländerabteilung der Polizei, wo ich mich bisher alljährlich zur Registrierung gemeldet hatte.